Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 2 bei Hermann Motorenentwicklung. Einfach nicht von dieser Welt, was wir im ersten Teil hier alles gelernt haben, aber jetzt geht es tatsächlich endlich, was heißt endlich? Olaf sagt endlich, weil ich war schon mal hier und habe mich geweigert, dabei zu sein, wenn so ein Motor mal auf dem Prüfstand angerissen wird, weil ich wollte es unbedingt für euch gleich mitfilmen, weil diese ersten Emotionen, die kriegt man einfach nicht nochmal gespielt. So, aber jetzt geht's weiter. V8, sehe ich. Vortemperiert. Das heißt hier, wie lange braucht man, bis der so warm ist? Halbe, dreiviertel Stunde. Echt so lange? Ja. Ach, ja gut, wir könnten ja ein größeres Heizelement, aber das macht ja keinen Sinn. Das ist ja von daher Kosten-Nutzen. Ne? Mhm. Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass keine Ahnung, man das warme Wasser durchfließen lässt und bumm, ist der warm so ungefähr. Na ja, gut, aber dieser ganze Aluklotz, der muss ja erstmal aufgeheizt werden. Ne? Ja. Macht ihr das immer mit dem Vorheizen oder nur jetzt? Weil es wird ja auch Kunden geben, die einen echten Kaltstart mit kaltem Motor und so weiter wollen. Ne? Na, wir machen es immer so, bei der ersten Inbetriebnahme, wenn so ein Motor neu aufgebaut ist, das ist ja meistens unsere Aufgabe, dann machen wir das ganz zu Anfang so, dass wir ihn vorheizen, damit der erste Kaltstart, wenn, keine Ahnung, Vergaser, Einspritzanlage, meistens passt ja dann das Drumherum noch nicht richtig. Und damit haben wir dann natürlich eine viel kürzere Zeit, bis der Motor erstmal sauber im Leerlauf läuft. Mhm. Das ist immer das Wichtigste. Und wenn ich jetzt einen neu aufgebauten Motor habe und ich fange mit einem richtigen Kaltstart an, dann dauert das natürlich wesentlich länger und belastet den Motor viel mehr. Was und wiederum das ist ein Punkt ist, der natürlich nur hier geht. Weil, also klar, es würde auch auf normalen Prüfstand gehen, dass ich jetzt extern irgendwie so, ne? Aber da wird wahrscheinlich auch ganz gut Energie reingehen, bis das Ding warm ist, ne? Ja. Also mal eben da irgendwie eine Wasserpumpe nehmen und irgendwie das Wasser warm machen, das funktioniert auch nicht so, oder? Ja, wir haben das ja bei unserem Formel-1-Projekt, das ist es dann so mit so einem kleinen Heizgerät, was man so mit 220 Volt machen kann. Und dann dauert es schon mal 2-2,5 Stunden, bis der richtig aufgeheizt ist. Ne? Also so mal eben schnell ist das tatsächlich nicht gemacht. Mal eben schnell ist wahrscheinlich am besten, ein anderes Auto zu nehmen, Wasserschlauch abzuziehen, da rausstecken und genau. Ein bisschen Gas geben. Genau. Kurz zum Motor, was ist das für ein Auto? Corvette LT1, also Baujahr 2015, ist also Generation 5, so ein 6,2 Liter. Und das ist halt unsere Wärmequelle und mittlerweile Versuchsträger. Wir arbeiten ja mit der Firma Rotec zusammen. Mhm. Man sieht den Sensor vorne an der Kurbelwelle und zwar Inkrementalgeber. Und wir haben auf diesem Prüfstand haben wir ein Messsystem von der Firma Rotec komplett fest installiert. Und zwar haben wir dann noch einen Sensor, den sieht man hier hinten, in der auch wieder aus dem vollen gefrästen Glocke. Hier ist der Sensor, der guckt auf den Anlasserkranz. Und dann haben wir am Ende der Kardanwelle vor der Wirbelstrombremse nochmal einen Sensor mit dem Zebrastreifen, also ein optischer Sensor. Und damit haben wir den gesamten Antriebsstrang in der Überwachung, was die Torsion angeht. Wir können also die Kurbelwellentorsion einzeln messen und wir können auch die Torsion zwischen dem Anlasserschwung, also zwischen dem Schwungrad und der Wirbelstrombremse, also was der gesamte Antriebsstrang an Torsion hat. Und wir haben so Untersuchungen gemacht, wenn jetzt zum Beispiel ein Zylinder, haben wir dann einfach, das ist ja eine Einspritzung auch von uns, die wir zylinderselektiv steuern können. Und dann haben wir auf dem ersten Zylinder 10 Grad Zündung herausgenommen in der Volllast. Und das hat zur Folge, dass die Kurbelwellentorsion sich verdoppelt. Also eine Ungleichförmigkeit in so einem System hat dann große Auswirkungen. Das heißt, wir reden davon, einfach die Verdrehung zwischen vorne und hinten auf der Welle. Ja. Aber das macht ihr jetzt gerade nur zur Erfassung aus messtechnischen Daten und nicht bei jedem Motor würde das machen? Das machen wir nicht bei jedem Motor, sondern das ist eine Messtechnik, die man braucht. Und das haben wir natürlich im Motorsport häufig. Und zwar für die Schwingungsdämpfer vorne an der Kurbelwelle. Und mit diesem Messsystem kann ich die Wirksamkeit und ob die Auslegung passt von dem Schwingungsdämpfer überprüfen. Kann man grob für den Laien sagen, wie viel Torsion da so drauf ist? Also reden wir davon, dass sich das Ganze als Beispiel schon mal ein Grad verdreht? Oder? Nein, das ist so im Bereich von 0,2 bis 0,5, je nach Motor, wie lang. Wir haben einen Aston Martin DB2-4 gemacht, so einen reinen Sechszylinder, die original keinen Dämpfer vorne haben. Und da waren es fast 0,4 Grad. Und das ist also unter Volllast beim Hochlauf. Ja, und das ist schon sehr viel. Ne? Ist es da aber immer so, dass der letzte Zylinder, wo auch die Last dranhängt, über Kurbelwelle, Getriebe und so weiter, logischerweise hinterherläuft? Oder gibt es auch Motoren, dass, obwohl es trotz Last andersrum ist? Also wenn ich mir jetzt überlege, dass der ja hochdreht, dass logischerweise hinten, wo die Kupplung dran ist, ja festgehalten wird, dass sich quasi nach vorne hin dann
vordreht, der erste Zylinder. Also wie wenn ich jetzt eine Schraube anziehen würde, der Kopf sich schon mitdreht, obwohl sie noch im Gewinde steckt, so übertrieben. Nein, oder? Andersrum. Ist andersrum, echt? Ja. Krass. Okay, sowas sieht man halt nur genau auf solchen Aufbauten hier, ne? Wer ist er hier? Was interessiert mich noch? Klopfsensor. Echt? Das ist das ist die einfachste Variante, Körperschall zu übertragen. Und das Kupferrohr ist dann überall weich gelagert. Und wenn du mal um die Ecke rumguckst, siehst du dann genau den kleinen Horchtrichter. Kann ich da gleich reinhören? Also höre ich gleich? Ja. Das ist ja geil, Alter. Ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt demnächst sich das Gleiche auf ihrem Motor so schrauben und man im Innenraum auf einmal hier so neben der Sonnenblende auf einmal den Trichter sieht. Ja, ganz wichtig ist, darf nirgendwo irgendwo gegenkommen. Deswegen machen wir das ja auch extra gummierte Schelle und da oben eben auch. Ach, wie geil. Weil der Körperschall, den kannst du ja nur übertragen, wenn du jetzt nicht irgendwo anders. Ne? Und das, ist ja, das heißt, ich schraube das Ding wirklich nur an Block? Ja. Und so laut hört man dieses Klopfsignal? Geh mal an den Trichter. Ja, aber ich hätte generell immer gar nicht gedacht, dass das Klopfen doch schon bei so einem Aufbau überhaupt noch so zu hören ist. Ja, es geht ja nicht nur ums Klopfen, sondern wenn jetzt zum Beispiel im Ventiltrieb irgendwas passieren würde, wenn du einen Lagerschaden bekommen würdest, dann horch mal um die Ecke. Naja, krass. Und das ist ja nur so, ne? Ja, ja. Und du da lauter als hier auf jeden Fall. Ja. Ey, da wird es wirklich, ich schwöre dir, da wird es Leute geben, die werden sich jetzt auf ihren Motor irgendwo da, wo die Aufnahmen sind, zum Gurt anlegen und so. Kann man sich ja relativ, so relativ einfach dauerhaft zum Beginn machen. Und wenn man dann doch mal auf dem Prüfstand ist, irgendwie so ein Ding raus. Da ist ja dann das Außengeräusch viel zu hoch. Mhm. Sondern wenn wir jetzt hier die Tür zu haben, das ist ja gerade so dieses Spiel auf einem Stationärprüfstand, dann hast du dieses Grundgeräusch von dem Motor, das hast du so im Ohr. Und ich würde niemals einen Motor laufen lassen, wenn ich den Motor nicht hören würde. Mhm. Wir haben mal, so habe ich ja Herrn Klarer kennengelernt, in der TU in Braunschweig. Da haben wir auch einen V8-Motor auf dem Prüfstand gehabt. Und da ist es aber so, du siehst den Motor nur über Kameras, du hörst den gar nicht. Mhm. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil null Bezug für einen komplett neu aufgebauten Motor. Und da konnten wir dann zum Glück das Kupferrohr installieren über so einen Kabelkanal. Das hat dann auch Einzug genommen, weil man hat dann sofort einen Bezug zu dem Motor, man hört das mechanische Geräusch und es geht nicht nur um die klopfende Verbrennung. Den Motor kriegt man zum Beispiel nicht zum Klopfen. Die Brennraumform, die ist so ausgeklügelt, die ist so gut, dass mit 102 Oktan kriegt man den nicht ins Klingeln. Echt krass. Leistung geht zurück, aber klingelt nicht. Ist echt gut. Das heißt, da ist die Verdichtung dann auch noch in einem Bereich, wo die gar nicht erst so hoch ist, das ist ja in dem Moment. Na, die Verdichtung ist ja dann gar nicht das Problem, sondern die Brennraumform und die Ladungsbewegung ist halt so ausgeklügelt, das ist so gut gemacht, dass der Motor eben nicht zum Klingeln neigt. Also er hat keine thermischen Probleme und so ist es ja bei modernen Vierventilern auch oft, dass die gar nicht klingeln, sondern ich gehe mit der Zündung früher, dann geht irgendwann die Leistung zurück, weil ja mein Schwerpunkt im Prinzip zu früh ist, aber klingelt nicht. Und das bei dem Motor auch. Was würde da passieren, wenn du mit der Verdichtung jetzt hochgehst? Meinst du, bleibt das so oder fängt er dann irgendwann an zu klingeln? Ja, irgendwann wird es ja dann schwierig. Und wenn dann die Leistung auch zunimmt, dann nimmt ja wieder die Temperaturen nehmen dann auch zu. Und dann kommt wieder irgendeine Brennraumkante oder irgendetwas, was dann eben thermisch überbelastet ist und dann eben eine Vorentflammung verursacht. Ne? Aber solange das nicht der Fall ist, funktioniert das. Ja, sieht auf jeden Fall höchstgradig professionell aus alles hier. Muss man einfach mal sagen. Das Entlüftung? Kurbelgehäuseentlüftung. Geil. Und wir legen halt alle Kurbelgehäuseentlüftungen deswegen in den Behälter und dann messen wir das Blow-by sozusagen. Also alles, was am Kolben vorbeigeht, über die Motorentlüftung messen wir dann, ist ja auch ein ganz wichtiges Indiz für den Zustand vom Motor. Das heißt, da kriegt man richtig einen Volumenwert raus? Ja. Liter pro Minute. Und Druck wird da auch gemessen oder ist Nein. Druck egal? Geht nur um Volumen? Na, wenn du nach außen hin offen bist, dann hast du ja im Prinzip keinen Druck. Ah, wenn ich mich alleine freue, wenn hier irgendwann mal so ein Motor läuft, also mein Motor läuft, und man einfach schon so durch diese Schläuche optisch sieht, wenn Feierabend ist. Weil genau. Weil das ist schon was gemein. Bei unseren aufgeladenen Motoren mit 3 Bar Lagerdruck und mehr ist natürlich Blow-by ein Riesenthema. So, ne, da ist natürlich... Ja. Also ich sage, ich hatte schon Motoren, wenn ich das so aufgebaut hätte und wir hier eine halbe Meile simulieren würden, da sieht man, wie das Ölrich hier raussteigt.
würde ich mal behaupten. Deswegen haben wir ja hier auch das schöne Schauglas, damit du das im Behälter dann auch siehst. Wie viel es ist, ne? Von der Theorie her wäre es sogar tatsächlich möglich, wenn ich dir sage, ich brauche, um diese 800 Meter zu fahren, 15 Sekunden und fahre am Ende 300. Dann würde man das theoretisch sogar so simuliert bekommen, einigermaßen. Ja. Können wir gleich mal ausprobieren. Krass. Krass. So, ich muss noch einmal hier einmal gucken. Das ist original bei dem Motor? Ja. Also der Tank nicht, aber Trockensumpf ist original. Echt? Ja. Boah, das ist echt geil. Idealerweise würde man aber natürlich einen Originaltank dran machen, dass man so auch den originalen Kreislauf simuliert. Ja. Ne? Bloß wir hatten ja dazu gar kein Auto, deswegen auch dieses Saugrohr, das passt ja unter keine Motorhaube, sondern das war einfach, wir haben ja aus 466 570 PS gemacht. Die Krümmer sind ja auch nicht original. Mhm. Das Saugrohr ist nicht original. Dann haben wir von Direkteinspritzer auf Saugrohreinspritzung umgebaut. Mhm. Und dadurch haben wir ja jetzt auf einfache Art und Weise die Leistung generieren können, damit wir eine Wärmequelle haben für die Inbetriebnahme der Stationärprüfstände. Dafür ist dieser Motor eigentlich nur gebaut worden. Er hat das zum Glück alles überlebt. Der Motor ist nur, den habe ich nur aufgebaut, um die Prüfstände in Betrieb zu nehmen. Weil das mache ich nicht mit dem Kundenmotor, sondern wir brauchten ja eine Wärmequelle. Wenn ich Bremsen habe, die 800, 900 kW können, dann braucht man wenigstens 300, 350 kW dauerhaft, um diese ganzen Kühlkreisläufe, die müssen ja im Hintergrund im Prinzip programmiert werden, damit die Temperaturregelungen richtig funktionieren. Ja, das heißt, jetzt hart formuliert, das ist eure Werkstatt hier, die jeden Tag läuft, wenn die Prüfstände angehen. Nein, das war nur ganz zu Anfang, als wir die Prüfstände das erste Mal in Betrieb genommen haben. Okay, verstehe. Und dafür brauchten wir eine Wärmequelle, das ist ja dann die Wärmequelle, damit eben die ganzen Systeme drumherum erstmal so diese Grundbedatung bekommen. Und erst als das alles richtig funktioniert hat, dann kam der erste Kundenmotor auf den Prüfstand. Geil. Das ist der Hintergrund. Das heißt, wie viele Prüfstandstunden hat der schon ungefähr? Ja, der hat schon 10, würde ich sagen, alles zusammen. Aber wir haben jetzt schon einige Versuche gefahren. Und der hat natürlich auch bei der Inbetriebnahme, da ist er auch mal bei 45 Grad mal 10 Minuten unter Vollast gelaufen. Also sowas. Ne? Und das kannst du ja nicht mit dem Kundenmotor machen. Und hier absoluter Motec-Fan an jeder Stelle. Naja, dadurch, dass wir Motec-Dealer sind und ich natürlich aus dem Motorsport seit 25 Jahren Motec kenne und nie Probleme mit der Hardware gibt es nicht. Und der große Vorteil ist halt, dass die Funktionen, die Motec angibt in der Software, dass die das in echt auch tatsächlich machen. Mhm. Und selbst diese alte Generation, die es schon lange nicht mehr gibt, 8-Zylinder, Zylinderselektiv, viele von den Steuergeräten, die man heute kaufen kann, wo auch gar nicht mal der große Preisunterschied ist, sind dazu gar nicht in der Lage. Ja. Und das ist der entscheidende Unterschied. Sind aber einfach auch mit die besten Steuergeräte, muss man einfach so sagen. Ja. Sind jetzt allerdings auch verkauft, ne? Motec, an Bosch Motorsport, aber angeblich, so haben sie es uns gesagt, wir sind ja Motec-Dealer, wir haben ja diese Information sehr früh bekommen, dass diese ganzen Steuergeräte-Serien genauso eins zu eins weitergehen. Von daher wird sich für uns und für die Qualität, für unsere Kunden, wird sich nichts ändern. Ich kann euch übrigens auch schon verraten, Olaf und sein Team bauen übrigens auch in der gleichen Qualität, wie das hier alles aussieht, Kabelbäume. Und die sind wirklich auch vom Allerfeinsten. Ja, der ist ja auch von uns. Thema Elektrik sind. Ja. Okay, ja, ich würde sagen, anreißen, oder? Anreißen, mach doch mal an. Gehört von hier? Ja, wir sind jetzt erstmal im Stand, ne? Also wir haben jetzt den Motor ohne Bremse. Also der Motor läuft jetzt nur so, als wenn er im Leerlauf stehen würde. Und jetzt kommt das mit dem, wir können ja mal hier reingucken, jetzt kommt das mit dem, mit der kleinen Betätigung. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Lennart, das, wenn du einmal kurz zeigst, genau was du eingestellt hast. Ich kann es von hier nicht lesen. Genau, also im Prinzip ist es so, ich steuere hiermit die Drosselklappe und hiermit die Drehzahl, die ich gerne festhalten möchte. Das heißt, ich gebe hier zum Beispiel 10% Drosselklappe vor und hier 2000 Umdrehungen. Und dann hält die Bremse meine 2000 Umdrehungen fest und ich erhöhe nur mein Drehmoment, was der Motor abgibt. Und ich kann aber genauso umschalten, zum Beispiel dann von dem Poti-Satz auf den Poti-Satz. Der gibt mir die Drehzahl vor und der die Drosselklappenstellung. Und dann kann ich zum Beispiel umspringen von 10% auf 100% Drosselklappe und gebe einen Lastsprung vor. Zum Beispiel jetzt, der läuft im Leerlauf und ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Drosselklappe. Das heißt, weil
weil er jetzt von dem Podium, weil du hier jetzt Drosselklappe... Ich habe da jetzt 70% Drosselklappe eingestellt, er springt um und ist dann gleich 70% Drosselklappe frei. Geil. Und da der Motor im Moment frei läuft, dreht er einfach hoch. Und so ein Achtzylinder, Zylinderselektiv, hört sich dann so an, ne, mit 6,2 Liter. Mach doch nochmal, Lennart. Und dieses, ne, Zylinderselektiv fällt wieder runter in Leerlauf und läuft wieder im Leerlauf. Ja, ja. Alles andere wäre ja, weil du musst ja, wenn die einzelne Drosselklappe, wenn die aufgerissen wird, so wie wir das jetzt machen, musst du natürlich ein richtiges Schnapsbläschen Sprit reinkippen. Und wenn du das jetzt, mach mal zwei, drei Mal hintereinander. Ne? Kommt wieder runter, läuft wieder und das geht nur, wenn du zylinderselektiv einspritzt und zündest. Das ist halt der Unterschied. Das ist ein Serienmotor. Ne? Ja, da ist jetzt nicht irgendwas dran, sondern ist halt dahingehend optimiert und nur mit einer Drosselklappe. Wenn du jetzt Einzeldrosselklappen hast, ist es noch schlimmer. Wie viele Umdrehungen waren das jetzt gerade? Wie hoch dreht er? Weil man kann das akustische mal schwer 4.000, 5.000 oder waren das? Fast 6 schon. Ja. Krass. Okay. So, wir haben mit dem Druckluftzylinder machen wir jetzt, das ist ein Schiebestück in dem Getriebe und jetzt haben wir Durchgang und jetzt läuft die Bremse mit. Mhm. Jetzt können wir gegen Last fahren. Das heißt auch in kleinster Stufe, wenn die Bremse mitläuft, ohne Last ist es immer noch schon relativ viel Masse, was da drin bewegt werden muss. Ja, wobei die rotierende Masse von der Bremse ist sehr klein. Mhm. Von daher, aber können wir ja ausprobieren. Dieses freie Hochdrehen ist dann natürlich schon ein bisschen anders. Ne? Kannst das Gleiche nochmal machen, wenn jetzt... Also wieder jetzt der gleiche Versuch. Wieder. Ne? Ist schon anders. Ne? Klingt jetzt wie ein schlechter Motor. Genau. Das Geräusch, was jetzt gerade hört, kommt hier schon so durch? Genau, das ist jetzt das mechanische Motorengeräusch, dieses Geschnassel. Da gewöhnst du dich aber dran, weil dann hast du so ein Grundgeräusch. Okay, so ist das richtige, normale Motorengeräusch. Und das hast du dann natürlich, wenn wir jetzt am Prüfstand irgendwelche Abfolgen fahren, hast du das im Hintergrund immer im Ohr. Wenn du das nicht hättest und du würdest den Motor gar nicht hören, also für mich ist das unangenehm, dann sage ich, keinen richtigen Bezug. Weil man jetzt halt schon krass nur dieses Geräusch hört. Ne? Also der Rest von dem Motorgeräusch blendet man ja fast aus und hört nur noch das Geräusch. Ja, nee, das kommt jetzt, aber fahr mal gegen Last. So, jetzt, ne, 2000 Umdrehungen und dann macht so ein Ding natürlich auch gleich mal die 300 Newtonmeter oder auch mehr. Und so, das ist ja noch die alte DOS-Ebene. Und das ist jetzt der Betriebspunkt, wo der Motor jetzt drauf zugreift. Ne? Das heißt, jetzt gerade ist das schon, wie viel Drosselklappenstellung ungefähr? 20%, okay. Und man könnte jetzt aber theoretisch in dem Moment die Bremse noch weiter zustellen, dass er von der Drehzahl her wieder runtergeht, weil diese 20% nicht reichen, ne? Also ich kann jetzt die Drehzahl einfach vorgeben. Und die Bremse hält jetzt die Drehzahl, die wir vorgeben, fest. Ja. Und jetzt kannst du, ne, jetzt macht er die 330 Newton, jetzt geh mal mit der Drosselklappe raus. Du siehst ja 330 Newtonmeter, jetzt weniger Drehmoment, wenn du die Klappe anfängst zuzumachen. Ja, ja, klar. So, und gehst du wieder rein, ne, wupp, geht's Drehmoment hoch. Ja, ja. Aber er hält die Drehzahl auf ein, zwei Umdrehungen, hält er die fest. Und so kannst du natürlich so ein Kennfeld sauber fahren. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Rollenprüfstand, ja. weil so präzise eine Drehzahl konstant halten, musst du ja, und dann musst du ja noch mit dem Fuß, also einmal das, und dann musst du noch mit der Hand programmieren in der Software und die Drosselklappenstellung mit dem Fuß so sauber hinhalten, dass du genau auf so einem Kennfeldpunkt bist, ist auch schwierig. Das heißt, das Abstimmprozedere wäre jetzt hier, wir nehmen als erstes 1500 Umdrehung, die fix da stehen und fahren dann die verschiedenen Lastpunkte durch, also 20%, 40%, 60%, 80% Drosselklappenstellung. Je nachdem, wie das aufgebaut ist, aber wir machen das auch immer so. Du fängst im Leerlauf an, dann die unteren Lastpunkte, wenn du einen neuen Motor hast, dann mache ich das immer so, dass ich dann, wenn ich die ersten Lastpunkte gefahren bin, bis Halblast ungefähr und dann auch halbe Drehzahl, dann fängst du wieder unten an und dann siehst du schon, dass die Punkte sich verändert haben. Dieses Einlaufen von dem Motor merkst du dann. Was ich halt krass finde, ist jetzt gerade 20% Drosselklappenstellung, 2000 Umdrehung, dass da halt schon 90 PS rauskommen. Dann weiß man halt aber auch schon, was da eigentlich auch an Wärme und an Kraftstoff und so weiter gerade schon durchgeht. Ne? Und weiter. Guck mal, 110 Liter pro Minute bei 2000 Umdrehungen. Das ist das, was so standardmäßig, ist ja die Original-Wasserpumpe,
was du da brauchst. Und da hast du natürlich auch ein bisschen den Gegendruck mit schon am Start im Motor. Ne? Achso, da messen wir jetzt gleichzeitig quasi die originale Pumpe mit, was ja am Wasser durchgeht. Ja, ganz wichtig. 110 Liter, krass, okay. Geh mal mit der Drehzahl hoch. Ja, dann siehst du, wie der Wasserdurchfluss... Ja, immer mehr wird, ja. Dann können wir das ja mal mit den Drehzahlrampen. Auf was hast du stehen? 500? Dann gehen wir auch mal. Genau. So, wenn wir gehen mal mit der Drehzahl. Von welcher Drehzahl fängst du an? Bei 3, dann können wir bei 2 anfangen. Ja, genau. Mach doch bei, was weiß ich, bei 2,5 oder so. Und dann. Und jetzt machen wir praktisch automatisiert, werden wir gleich oben in der Fieberkurve sehen, mit 500 Umdrehungen pro Sekunde vom Prüfstand die Drehzahlrampe hochgeführt. Ja, und bei 5,6, siehst du jetzt oben die obere Fieberkurve, da siehst du jetzt, wie die Drehzahl ganz gleichmäßig hochführt. Jetzt stellen wir auf 1000 um. So, jetzt das Ganze nochmal. Mit 1000 Umdrehungen pro Sekunde. Und wie er bei 5,6 hineinfängt, ne? Mit, ja, mit ja. über 500 Newtonmeter. Und jetzt siehst du, wie steil dann die Rampe hochgeht. Ne? Weil es jetzt gerade so formiert ist, dass er nicht motormäßig bei 5,6 den Cut macht, sondern die Bremse sagt bei 5,6 der Prüfstand, fangen wir ein. Okay. Und in dem Moment macht er aber 100% Drosselklappe und drückt halt alles raus an dem Moment, was er hat. Hat er den ganzen Hochlauf hat er das gemacht, aber wir haben ja bestimmt den Gradienten, ne? wie unterschiedlich. Und zwar einmal mit 500 Umdrehungen pro Sekunde hochbeschleunigen oder mit 1000 Umdrehungen pro Sekunde. Oder eben mit, mach mal 250. Das ist ja, wenn wir eine Leistungsmessung machen, dann bei den meisten Motoren, weil das ist abgestimmt, so ein Maher Rollenleistungsprüfstand, die machen auch ungefähr immer so um die 200, 250 Umdrehungen pro Sekunde. Ja. Und dann machen wir hier auch die Leistungsmessung in der gleichen Geschwindigkeit und dann sind die hinterher 1:1 vergleichbar. So, das heißt, wenn man jetzt da in dem Moment auf den Knopf drückt, springt er quasi in den Modus und fährt die Messung. Genau, nach den Vorgaben, die wir da eingestellt haben. Und jetzt machen wir. So, jetzt Volllast. Da siehst du den Drehmoment. Und jetzt fährt er mit 250 Umdrehungen pro Sekunde die Rampe hoch. Fängt er da ein. Ja. Und dann sieht die Rampe so aus. Ne? Mhm. Und dann siehst du den Lambda-Wert unten, die rot-gelb, ne? Ja. Drehmomentverlauf und Drehzahl hoch. Und das ist natürlich, und so machen wir auch die Leistungsmessung, das ist natürlich reproduzierbar. So kannst du sofort finden, oder wenn du Aussetzer hast oder irgendwas, sofort sichtbar, woran liegt. Was hat der Motor jetzt gerade an Öltemperatur? So wie es jetzt hier läuft? Kann man die Öltemperatur sehen? Ja, das ist auch gut. 93. Alles entspannt. Ja, wir regeln ja auf 90 und 80 Grad Wasser, ne? Ja. Ah, das regelt er auch sogar selber. Also. Ja. Und sind da auch überall so Notwerte drin, so Maximalwerte, dass wenn er doch auf einmal 100 Grad Öl ist, bumm, geht er aus? Ja, wir können das ja mal zeigen. Also alles, was den Prüfstand angeht und alles, was den Motor angeht, ist überwacht mit Schwellwerten. Also für den Öldruck zum Beispiel ist es eine richtige Funktion, das ist eine Tabelle, weil dein Öldruck ist ja abhängig von der Öltemperatur und von der Drehzahl. Mhm. Und deswegen brauchst du da eine ganze Tabelle, wie du den Öldruck überwachen musst bei so einem Motor. Das machen wir auch, das muss ja immer für jeden Motor individuell eingestellt werden. Was hast du denn eingestellt jetzt, Abgastemperatur? Im Moment 900 und ich würde die gleich runterstellen auf 800, dass er da reinfährt. Ja, oder 750, wo ist er denn jetzt? Ne? Im Moment 720. Genau, jetzt fährt man, ne? Betriebspunkt, 3000 Umdrehungen, 110 Newtonmeter. Was hast du jetzt gemacht? 750. So, und jetzt brauchst du nur Drehzahl hoch und Last runter. Zack, Notabschaltung. Ah. Ne? Also geht dann auch gleich nicht zurück in den Leerlauf, sondern gleich bumm aus. Ja, weil Notabschaltung heißt ja, wenn zum Beispiel der Öldruck, wenn intern eine Ölpumpenwelle abreißt, zum Beispiel, dann schalten wir nicht erst ab bei 0,5 Bar, wenn es Lämpchen angeht, sondern wir überwachen bei 3.000 oder 4.000 als Beispiel auf 4,5 Bar. Mhm. Und wenn er dann unter 4,5, also 4,499, schalten wir schon ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor keinen großen Schaden nimmt, ist da viel höher, weil du ja sofort bei dem hohen Druck abgeschaltet hast. Ne?
Das ist der Hintergrund. Und dann kriegen wir angezeigt, okay, welcher Wert ist an die Grenze gefahren. Und somit kannst du dich ja auch mit Sicherheit auf das Programmieren von Motorsteuergerät, wenn alles andere im Hintergrund überwacht wird. Du musst nicht immer auf die ganzen Werte gucken. Er geht nicht. Ne? Und 5, 6 Max-Drehzahl, ist das auch die Max-Drehzahl, die ihr dem Motor zutraut? Nee, das haben wir jetzt nur für uns gemacht. Das ist, okay. Also, können wir mal eine Messung machen, was er wirklich drückt, was so maximale Leistung von dem Ding ist? Hast du die Leistungsmessung drauf? 6,5. Ja. Jetzt fährt er einen Haltepunkt und ab da geht er dann los. Doch lauter hier drin, so, ne? Naja, deswegen, das hörst du dann schon, ne? Aber für meinen Fall zum Beispiel, müssten wir dann auch eine Abgasanlage ranhängen? Weil ohne wird der viel zu laut, ne? Naja, so wie du im Auto fährst, ne? Mit Abgasanlage einhängen. Ja, klar. Dann auf jeden Fall genau so, wie du im Auto fährst. Okay, jetzt müssen wir noch sagen, was kam jetzt gerade raus? Was hast du angedrückt? Machen wir jetzt einmal. Okay. Dann frage ich nämlich in der Zeit schon mal ein, wichtiger Punkt ist auch noch, Turbo aufgeladener Motor und ich habe eigentlich Luft. Also ich habe Luft-Luftkühler. Was macht man in so einem Fall? Hängen wir dann hier die Luft-Luftkühler mit ran und irgendwie mit Gebläse und du machst eine Auswertung. Wir können ja einmal einen weitergehen. Ah, okay, geht noch weiter. Ja, auf jeden Fall absolutes Männertraumspielzeug hier fürs Wohnzimmer. Das meinst du? Mhm. Alter, das ist aber auch mal ein Motor hier, ne? Ford Capri und dann der Zackspeed-Motor. Die, ne, so wie sie damals Formel 1 gemacht haben. Und ist das Ding geil. Guck dir mal ein, wie aufwendig alleine so diese ganzen, nur die Wasserrohre hier schon gebaut, ne? Ist das einmal Eingang, einmal Ausgang? Na, die haben das so gemacht, dass das unterteilt ist. Ne? Die nehmen das Wasser hinten am Block raus. Gehen wieder in den Kopf rein und gehen da dann wieder raus. Wir haben das nochmal extra getrennt gemacht, damit die Auslassseite gleichmäßig durchströmt wird. Ne? Das ist ja das mit dem, wie kriegt man das am besten hin. Und hier zum Beispiel haben wir dann auch eine Drossel reingemacht, weil die Original auch nicht drin war. Aber ich muss jetzt einfach nochmal nachfragen, wo war denn der Motor so, wie er hier ist, eingebaut? Ford Capri. Weil das Ding gefühlt. Das Rad steht hier. So, aber ich finde, der ist so breit mit dem Krümmer und so, dass ich jetzt so gedacht hätte, dass. Wahnsinn. Das ist so ein Flugzeug, ne? Mhm. Und siehst du, hier ist ja die Außenkante vom Fahrzeug, ne? Deswegen passt da gerade das Rad noch hin. Mhm. Okay, und hier haben wir jetzt das Luft-Luftkühler und da habt ihr Gebläse für. Genau, das sind 2x7,5 kW, dass du knappe 160, 170 km/h Luftgeschwindigkeit und damit ist man bei den, und die Ladeluftkühler sind sehr, sehr gut. Das ist natürlich das teuerste und beste, muss man einfach sagen. Und das ist ja für uns immer das Allerwichtigste, dass wir die Bedingungen hier in der Box herstellen, die auch wirklich im Fahrzeug, im Renntrim herrschen. Und damit geht es. Aber ihr habt jetzt hier natürlich auch eine perfekte Luftführung. Die baut ihr dann auch extra? Nee, die sitzen ja, das ist ja Fahrzeugfront. Das heißt, wenn das Auto hinterher fährt, hast du ja sofort nach Fahrgeschwindigkeit hast du die Durchströmung. Ja, aber ich meinte jetzt die Anbindung jetzt gerade von dem Gebläse auf den Kühler hier, weil das so gut gebaut ist. Ja, das haben wir halt dafür angefertigt. Ne? Wird extra dafür angefertigt, krass. Ja. Mhm. Aber hier sieht man mal wieder Rennsport. Überall schön die Rohre, dass hier nicht die Schläuche runterfliegen können. Immer damit und damit verbunden, dass egal wie es arbeitet. Und hier sieht man auch so ein bisschen von der Messtechnik. Ladeluftkühler, Eingang, Ausgang, Temperatur und Druck. Dann eben auch Abgasgegendruck, also alles, was relevant ist. Turbolader, Drehzahl. Und dann kannst du natürlich
sehr schnell, nach wenigen Sekunden eine Aussage darüber treffen, funktioniert das alles und funktioniert die Ladedruckregelung und dass man dann schrittweise sich dem Optimum annähern kann. Ne? Und jetzt auch, ist auch witzig, dass Sie das als Biladeluftkühler bauen, bei einem eigentlichen Singletour oder so. Ne? Krasses Ding. Das heißt, das ist ein Kundenmotor von euch? Ja. Und der wird dann auch wieder richtig benutzt? Ja. Was kommt da so an Leistung raus? So sind die Dinger 500, 600? Damals auch schon? Gut, die haben damals andere Turbolader gehabt. Das haben wir. Deswegen fehlt ja gerade die Kugelfischerpumpe, weil die ist gerade bei dem Experten, der jetzt den Raumnocken anpasst. Weil die Lader heute natürlich ein besseres Ansprechverhalten haben. Mhm. Und deswegen passte der originale Raumnocken, der in der Kugelfischer war, jetzt nicht. Also in der Volllast oben, das hat schon gepasst. Aber im Bereich eben mit wenig geöffneter Drosselklappe viel zu stark abgemagert. Also da fehlte richtig Kraftstoff und das wird jetzt gerade korrigiert. Ich überlege, wie wir das den Zuschauern in kurz erklären. Also hier ist eine ganz, also mit so die erste Generation Einspritzung eigentlich drauf, ne? Kann man das so nennen? Mechanische Einspritzung für die erste Generation? Ja, diese Kugelfischerpumpen waren ja damals nach Vergaser die ersten Einspritzsysteme. Ja. Das heißt, man hat eine zentrale Pumpe, die über einen Riemen angetrieben wird, die einen Druck erzeugt, den Kraftstoff verteilt auf vier Düsen und in den Zylinder rein. Genau. Ist die erstmal regelbar über Drosselklappenstellung? Oder gar nicht über Drosselklappenstellung regelbar? Nee, die hat einen Lasthebel und hängt an der Drosselklappenstellung praktisch mit. Das ist ja mechanisch verbunden. Und dann kommt noch für die Turbo-Umrüstung kommt noch praktisch die dritte Dimension, dass über den Ladedruck der Raumnocken innen, das ist ja praktisch eine Kontur, die abgefahren wird über die Drosselklappenstellung. Und dann kam aber die dritte Dimension dazu, und zwar der Ladedruck. Dass dann praktisch der Raumnocken nochmal verdreht wird, dann wird es ja dreidimensional. Einfach, weil der Turbolader es auf einmal schafft, keine Ahnung, im mittleren Bereich eine ganz andere Luftmasse zu fahren als oben raus, dass es einfach nicht linear ist, dass man da irgendwie... Nein, das ist ja der Ladedruck ja an sich, weil ich habe ja Bereiche von dem Motor mit wenig Klappenöffnungen, wo er praktisch als Saugmotor unterwegs ist. So, und dann muss das Gemisch ja da auch passen. Und wenn dann der Turbolader anfängt, Ladedruck aufzubauen, und auch je nachdem, welchen Ladedruck ich fahre, ich kann ja 1 Bar fahren, ich kann aber hier bei dem System auch 1,7 oder 1,8 Bar fahren. Und dafür muss ich ja einen Angleich schaffen. Also ich muss ja die Kraftstoffmenge auf den Ladedruck angleichen. Ne? Und dafür brauche ich dann diese Druckverstellung an der Pumpe als zusätzliche Regelgröße. Ne? Aber selbst hier Abgasgegendruck auch direkt angeschlossen. Alles dran, ne? Krass. Vor allem, das ist halt auch mal ein echtes Twin Scroll, ne? Also wirklich 2 Zylinder bis in Sammler geführt und auch wirklich 2 Wastegates und das Ganze komplett getrennt. Kann man da einen Gegendruck sehen, dass beide gleich sind? Ja, deswegen haben wir das. Oder regelt man die einzeln so, dass es gleich ist? Nee, muss man wirklich sagen, dass das System sehr, sehr gut funktioniert. Aber deswegen haben wir auch Temperatur und Druck auf beide Eingänge, um das überhaupt sichtbar machen zu können. Ne? Wobei ich sehe gerade, einzeln regeln geht ja nicht, hängen ja aneinander. Ja. Ach krass. Und aber über ein Dampfrad, ne? Mega. Aber das System so funktioniert sehr gut, muss man sagen. Also ich freue mich wirklich drauf. Das wird schon. Es ist zwar viel Aufwand, bis das alles so hier dann funktioniert, aber dann weißt du halt auch, ob es funktioniert. Naja, vor allem, du hast den großen Vorteil, du siehst sehr früh, wenn irgendetwas noch so nicht so richtig ins System passt. Weil den Aufwand hast du nur einmal. Das ist ja hier mit den Auftraggebern genau das Gleiche. Diesen Aufwand, das alles so einmal darzustellen, die Messtechnik so anzubringen, das ist bei dem Gesamtvolumen fällt das hinten runter, aber den Schutz, den wir dadurch bieten und die kürzere Entwicklungszeit, das ist das Entscheidende. Ne? Wie oft kommt das so vor, dass hier Abbruch ist, bevor eine Messung gemacht wurde? Naja, wenn wir, hatten wir jetzt hier zum Beispiel auch, es musste mechanisch was geändert werden. Aber das gehört ja mit dazu, aber das schützt den Prüfling. Und es geht ja bei allem, was wir hier machen, geht es immer darum, den Prüfling davor zu schützen, dass rechts und links ein Loch drin ist. Ne? Oder, und also wenn das dann mal ein paar Wochen dauert, dann zieht ihr einfach das ganze Ding runter und macht den unten anderen Motor drauf. Wie läuft das? Genau dann? So.
Hier in dem Fall ist es jetzt so, dass wir den Motor stehen lassen können, weil jetzt in den nächsten Tagen kommt die Pumpe wieder. Und dann können wir gleich weiterfahren. Das ist halt so eine Sache mit unserer Auslastung, ob wir stehen lassen können. Weil dieser Aufbau, wie man ja sieht, ist schon so viel schlimmer geht es eigentlich fast nicht, was das Drumherum angeht. Ja, bei anderen Motoren ist es so, so unseren V8 zum Beispiel, wir haben jetzt schon mal Wechselzeiten gehabt. Wenn wir die Prüfaufbauten schon hatten, sind wir bei 40 Minuten. Also einen laufenden Motor abbauen und bis der nächste Motor wieder läuft. Aber das heißt, wenn ich meinen Motor bringe, baut ihr auch selbst so Halter für Ladeluftkühler und so auch alle? Na klar. Geil. Alles so, wie es im Auto sitzt. Kann ich euch die danach abkaufen und mit nach Hause nehmen? Nein. Das mal stimmen. Krass. Okay. Ja, weil das ist ja richtig Action. Das muss man einfach mal so ganz ehrlich sagen, dass das nicht mal eben in einer halben Stunde gemacht ist alles. Ne? Weil es ist ja auch alles nicht mal eben provisorisch zusammengebaut, sondern so, wie es halt hier wirklich jetzt ein paar Tage laufen könnte. Darum geht es ja. Du darfst ja dann hinterher über diesen Prüfaufbau, da darf keiner mehr drüber nachdenken, dass da jetzt irgendwas abfällt oder nicht richtig oder, sondern du musst es einmal so bauen, dass die Funktion einfach sichergestellt ist. So, und dann, und unsere Erfahrung ist ja, und darum geht es ja auch, wenn wir einmal mit diesen Firmen zusammengearbeitet haben, dann ist das meistens eine lange, dauerhafte Zusammenarbeit. Das ist von daher. Kann man so sagen, ich habe schon so ein paar Motoren durchgezogen. Da jedes Mal wiederkommt. Na, hier ist auch ein bisschen das hier ist so eine Kugelfischerpumpe, ne? Nein, das ist diese MFI, das ist die Bosch, die mechanische Einspritzpumpe. Ah. Das ist praktisch schon so eine Weiterentwicklung, aber auch aus den 70er Jahren. Und das ist ja hier so ein RSR, also ne, mit Schiebeanlage, also richtiges, so ein RSR IMSA, also die mit dem ganz breiten Heck. So richtig teuer dann? Ja, na, das jetzt gar nicht mal, aber da ist es schon so jetzt, also das, was wir jetzt machen, wir haben jetzt nochmal die Zylinderköpfe optimiert. Da geht es zum Beispiel rein um Leistung. Ne? Es gibt halt einfach Leute, die haben Bock, diese alten Autos halt noch so zu bewegen. Weil es halt einfach emotionaler ist, als sich wahrscheinlich so einen neuen Cup Porsche zu kaufen, der halt einfach fährt. Sondern hier kann man einfach mehr Geschichte auszuerzählen irgendwie. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, das alte Oettinger Golf. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, war nur 2 Stunden auf dem Prüfstand und bevor was Schlimmeres passiert ist, ist das dann abgebrochen worden und jetzt wird instand gesetzt. Weil das ist ja eine richtige Rarität mittlerweile, ne? Ja. Das waren damals Zylinderköpfe. Ich weiß, es gab sogar auch, du konntest einen 8-Ventil-Motor umbauen als 16-Ventiler, ne? Das gab es ja bevor VW, also den Oettinger 16V gab es für den 1,6 Liter Golf 1. Das heißt, wir haben einen 8-Ventiler-Block genommen. Golf 1 gab es nur als 8-Ventiler, 1,6er und 1,8er. Und Oettinger hatte selbst gegossen einen Zylinderkopf als 16-Ventiler. Ich weiß noch, als ich mit dem ganzen Zeug angefangen habe, das war 2002, da war es schon keine Chance mehr, sowas anzugucken. Aber es gibt halt Menschen, die haben da noch ein bisschen was von dem Keller liegen. Und nutzen es scheinbar. Dann kommt die Pleuel-Form wieder, ne? Mhm. Ja, aber das sieht ja hier eher nach 1000 PS aus, so ungefähr, von der Aussehung. Darum, das ist immer. Und hier ist das Problem ein anderes. Wenn du einen 2 Liter machst, dann hast du das Problem, dass du hier im Block nicht rundkommst. Ne? Ja, ja. Wenn du dann ein klassisches Haarprofil hast, dann ist das da viel zu hoch. Ne? Okay. Also noch der kleine Nachtrag zur Leistung. 534 PS und 593 Newtonmeter. So wie er jetzt da ist. Geil. Klingt männlich. Ist auch gleichbleibend immer das Gleiche. Also wenn wir jetzt noch dreimal messen würden, ist das auf 5 PS immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Nur, ich bin sprachlos. Sprachlos. Flowbench auch am Start, vor allem auch eine große, ne? Ist, glaube ich, größer gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Ja, es macht schon. Wir haben ja das Formel 1 Projekt. Da haben wir ja... Vielleicht kommen wir hier mal und stützen vorne. Ach genau, das dürfen wir eigentlich so. Ne? Also das ist die originale Brennraumform. Und dann haben wir im Prinzip, damit wir nicht mit den teuren Zylinderköpfen experimentieren, haben wir das im Einzylinder CNC gefräst, bis wir dann eben die wirklichen Gewinn hatten zu dem Original. Und das haben wir dann in die Köpfe gefräst. Aber die Entwicklung ging komplett so im Einzylinderklötzchen. Ach krass. Ja, weil wenn einmal verkehrte Form, dann vorbei. Aber wer ist dann Kunde für sowas? Der Privatmann, dem so ein Formel-1-Auto gehört? So ein altes, historisches? Ja. Wahnsinn.
Wahnsinn. Der sich jetzt sagt, das Ding muss unbedingt gehen wie die Hölle. Na, da ist es in dem Fall so, dass die Hochachtung, kann ich auch nur unterschreiben, vor diesem Motor, vor dieser Entwicklung, der ja 67 konstruiert wurde und hat ja dann über 15 Jahre die Formel 1 und ist auch ein tolles Geräusch, also wo wir jetzt auch in Oschersleben waren, wenn das Ding mit 10.000 die Grade runterkommt, das ist schon, den hört man ja auch um die ganze Strecke, das ist schon was Besonderes. Ne? Und für mich war das eine große Ehre, dass wir da eben auch dann arbeiten durften. Und da bin ich auch sehr, sehr, also da muss man auch sehr zurückhaltend und erstmal alles angucken, weil da kann man schneller was falsch machen, als dass man was gewinnt. Ne? Also ist schon so, dass die Jungs damals richtig wussten, was sie gemacht haben. Aber ganz genau. Ja, also das ist schon richtig. Ja. Für die damalige, da gab es ja noch nix CNC und so weiter, das war ja alles noch 67 deutlich. Hat jemand am Zeichenbrett mit Tusche ja. Und hat sich das so aus dem Kopf, und der hat auch nicht googeln können, der hat gar nichts. Ne? Ja. Das ist beeindruckend, muss man einfach sagen. Das vergisst man immer mal so, dass halt 67 damals... Das sehr gutes Jahr übrigens. Ja, du bist vorher 67? Ja. Ich weiß gar nicht, 67, wie war das denn überhaupt? Da wird es ja noch nicht mal digitalen Messschieber gegeben haben, oder? Wahrscheinlich noch nicht mal das. Die hatten noch diese kleine Messuhr mit der Uhr drin. Aber die haben es hingekriegt, ne? Wahnsinn. Muss man sagen. Geil. Das war ja das, was ich meinte mit dem Vermessen. Ne? Wenn wir es optisch vermessen, dann hast du die kleinen Pünktchen aufgeklebt und dann wird praktisch einmal das Ganze. Und dann habe ich natürlich im CAD die gesamte Dimension, also auch mit den Abständen. Das ist ja immer das Thema. Ne? Das ist jetzt 12 Zylinder? Ja. Ja. Er sitzt in einem 124er T-Modell. Ist damals mal von AMG-Ingenieuren gebaut worden. Ach was. Geht auch, glaube ich, war eine ziemlich bekannte Geschichte. Und lief immer nicht so ganz richtig. Eine Seite immer die Katz verglüht. Haben wir aber gefunden, woran es lag. Also, der Motor passt im 124er? Mhm. Aber das muss, also ich habe den Einbau, ich habe das selber nicht so gesehen. Deswegen hatte ich bei diesem Projekt auch gesagt, okay, bitte Motor anliefern und wir machen dann Kabelbaum. Also wir machen Motec 12-Zylinder-Zylinder-Selektiv. Und weil vorher original, deswegen hast du ja zwei Drehzahlsensoren, original in den 90er Jahren haben sie es ja dann mit zwei Motorsteuergeräten gemacht. Ne? Mhm. Also zwei Sechszylinder. Ja, ja, ja. Wobei das Audi ja ganz lange auch noch gemacht hat, selbst bei V8 mit Master- und Slave-Steuergerät und so weiter. Ja. Mhm. Ja, wird nicht langweilig hier, ne? Ich sehe. Also ihr braucht auf jeden Fall auch Mitarbeiter, die Allrounder sind. Ja. Was Motoren und alles angeht. Ne? Weil es ist ja wirklich jeder Motor anders. Ja, erstmal das und dann auch das Prüfgestell aufbauen und die Arbeiten, die wir so drumherum haben. Deswegen auch unsere jungen Mitarbeiter, die wir jetzt seit 2 Jahren mit dabei haben, was zum Glück geklappt hat. Also junge Menschen zu finden, die da auch Bock drauf haben. Und was du vorhin auch schon sagtest, ist natürlich Schlaraffenland. Für jeden, der ein bisschen Benzin im Blut hat, ist mehr geht ja nicht. Ne? Und das auch noch zum Arbeiten kommt. Okay, hier geht's. Wir können noch eine letzte Sache. Wollen wir einmal draußen gucken vielleicht? Das hast du ja mal gesehen, ne? Ja, das sieht am allerkrassesten aus. Also kurz, für die auf jeden Fall schon mal hier hinter ist auch noch ein Rollenprüfstand. Ein Rollenprüfstand. Wer sieht sich? Und deswegen ist das immer ganz wichtig. Achtung. Das sieht man ja hinterher nicht mehr. Genau. Moment mal. Ihr kennt ja alle diese normalen Gebläse, die ab und an mal bei so einem Prüfstand stehen. Ne? So, und dann gibt es halt so ein Gebläse. Okay. Was sind das? 3 Meter? 3,50? 4? Das sind 4 Meter. 4 Meter. Okay. Vor allem alleine dieses Kabel. Ne? Wahnsinn. Das heißt, das ist jetzt Gebläse für den Rollenprüfstand. Ja. So, das ist jetzt, ja aber nicht so dieses typische 60 km/h Gebläse, wie man von den meisten Prüfständen kennt. Ja. Das heißt, das Ding kann? Also Antriebsmotor 250 kW und wir können etwas über 200 km/h. Das sind 250 kW? Ja. Krass, jetzt immer mal wie? Dann stelle ich mir immer noch die Frage, wenn ich jetzt so, woran liegt dass das der, gibt es effizientere Elektromotoren auch? Weil wenn ich jetzt ja so die aktuellen Autos angucke, irgendwie, keine Ahnung, so ein Tesla oder wie auch immer, da hängt ja nicht so ein Motor da vorne drin, ne? Nee, das ist ja eine andere Technik und wassergekühlt und, ne? Das ist ja, okay. Das ist ja, glaube ich, der 250 kW. Das. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding hat 2500 kW, so riesig wie das Ding ist. Wahnsinn. Und eigentlich muss man ja so ein Gebläse wahrscheinlich eher nach Volumen beziffern, ne? Wie viel Volumen da durchgeht? 300.000 Kubik. 300.000 Kubik die Minute? Stunde. Stunde. So eine Zahl, wo man so erstmal so gar nichts mit anfangen kann. Ich glaube, man müsste es mal umrechnen. 300.000 Kubik
Prüfstunde. Das wird wahrscheinlich der Prüfstandsraum in wahrscheinlich sekündlich leer sein. Ne? Ja, das ist der Ansatz. Deswegen brauchen wir keinen Abgas direkt anschließen oder in irgendeiner Form, sondern wir leiten Abgas einfach in den Raum, weil wir diese vier Türme von der anderen Seite, da sind auch Ventilatoren drin und wir ziehen ja in jedem Prüfstand 1 Millibar Unterdruck, damit wir immer sicherstellen, dass das Abgas auch nach außen transportiert wird, dass es nicht in die Nebenräume kann. Weil wir haben ja Werkstattbereich außen rum und das erreichst du, indem du einfach eine Regelung hast und einen leichten Unterdruck ziehst. Und so schaffen wir auch, aber das können wir uns ja drinnen angucken, dass man eben die Unterbodenströmung erzeugt. Ich bin immer noch fassungslos von diesem Gebläse. Aber wenn einer mal wieder gerade einen neuen Prüfstand aufgemacht hat und er sagt, er hat das größte Gebläse bestellt, was es gibt, kann man auf jeden Fall mal sagen, nein, das müsste man nicht bestellt haben, weil das Gebläse ist ja definitiv nochmal größer. Weil hier drin sieht man dann nicht so viel dann, ne, unter dem Bildschirm die Öffnung. Das ist dann eine 3 Meter lange Düse und da wird dann die Luft beschleunigt und deswegen haben wir dann hier die hohen Luftgeschwindigkeiten. Ah, das heißt, die Luftgeschwindigkeit ist logischerweise auch immer von der Austrittsöffnung abhängig. Wenn das jetzt nochmal halbieren würde, würde es da wahrscheinlich mit 400 km/h rauskommen. Guck mal unten rein, dann siehst du ja hinten das Gebläse. Ja, und die Düse geht ja nach hinten auf. Und in dieser Düse wird praktisch die Luft, die das Gebläse jetzt hier rein transportiert, nochmal beschleunigt. Das heißt, hier könnte man ja, und hier kommt es jetzt mit wie viel, 220 raus? Mhm. Bis das zu. Das heißt, hier könnte man ja tatsächlich auch mal so typisch wie früher mit Bindfaden und so weiter, so aerodynamikmäßig ein bisschen was drüber gucken mal. Unterbodenbereich. Ja, ist schwierig, weil als wir dieses Bugatti-Video hier gemacht haben, wenn du 200 km/h vor so ein Auto, dann kommt diese Luft ja stark turbulent. Mhm. Das heißt, das ganze Auto fängt an zu wackeln, weil du natürlich jetzt diesen Luftstrom, der jetzt hier reinkommt, ist natürlich nicht so gerichtet wie in einem Windkanal, weil das ja auch gar nicht das Kriterium für uns ist, sondern dadurch, dass wir jetzt über diese Öffnung hinten die Luft absaugen, zwingen wir die Luft auch unterm Auto her. Und das ist das entscheidende Kriterium, dass die Abgasanlage gekühlt wird, Antriebswellenmanschetten, also alles, was so drumherum ist, Lufteinlässe. Und damit ist dieses, ne, aerodynamisch ist es schwierig, weil du hast natürlich hier vorne auch gleich diese Ablösung seitlich raus. Das haben wir ja hier genauso. Dafür ist es, glaube ich, nicht so geeignet. Aber man könnte immerhin schon mal so, selbst wenn es nur um so Kleinigkeiten geht, wie ein Kühler in der Front angeströmt wird. Ja, das siehst du. Das siehst du eins zu eins. Das ist vollkommen reichen, ne? Ja. Ich glaube, da würde man auch, wenn man sich wenig mit beschäftigt, schon gleich große Erkenntnisse machen, was bringt und einfach gar nichts bringt. Ne? Ja, das siehst du. Das heißt, auch dieser Prüfstand ist von euch eigentlich so, ich sage jetzt mal entwickelt und konstruiert, dass der eigentlich dafür gemacht ist, dass so ein Auto darauf richtig gefahren werden kann. Ja, wir brauchen keine Probefahrt auf der Straße, sondern wir können hier in dem Raum alles, was an so einem Fahrzeug abgetestet werden muss, abtesten. Und es ist ja ein Prototyp von der Firma Maha, so ein Entwicklungsprüfstand. Da durfte ich zum Glück auch so ein bisschen was mit einfließen lassen. Und wir haben garantierte 400 km/h, die wir auf dem Prüfstand fahren können und entwickeln gemeinsam Richtung 500. Und wir haben 74 kW elektrische Antriebsleistung pro Achse. Das heißt, wir können jede Achse einzeln elektrisch antreiben. Das ist gerade bei moderneren Fahrzeugen wieder wichtig, wenn die nur heckgetrieben sind, McLaren und Co. Dann können wir die Vorderachse mit der gleichen Geschwindigkeit antreiben oder eben mit dem Unterschied der Reifendurchmesser. Und das Auto glaubt, es fährt. Also keinen Prüfstandsmodus. Ohne dass die beiden jetzt wirklich miteinander verbunden sind, sondern wirklich über Elektrik so parallel synchron laufen lassen. Ja. Und 400 km/h. Ja. Ach, krass, dann könnte man ja tatsächlich so immerhin mal zumindest schon mal einen Trockenlauf sein. Ja, weil wir haben eine Fahrwiderstandssimulation. Wir geben die aerodynamischen Werte. Wir haben so ein Berechnungstool uns dafür machen lassen. Wenn du den CW-Wert hast, du hast einen CW-Wert, dann können wir praktisch über die Geschwindigkeit bremst der Prüfstand das Fahrzeug so ein, als wenn du auf der Straße fahren würdest. Das ist für mich im Oldtimer-Bereich total wichtig, weil wenn der Kunde kommt und sagt, wenn ich im dritten Gang 80 fahre, dann fängt es an zu zuckeln. Dann brauche ich ja die Drosselklappenstellung tatsächlich zu dieser Geschwindigkeit. Da gibt es ja keinen Bezug zu. Das können wir hier probieren. Und dann finden wir natürlich so eine Fehler auch sehr schnell. Deswegen ist das für den historischen Bereich sehr wichtig. Auch gerade der Scheitelrollenprüfstand und für die Sportwagen oder jetzt für dich, für den Fall, können wir das auf jeden Fall simulieren, dass du praktisch diese Beschleunigungsfahrt hier auf dem Prüfstand machen kannst. Dann ist die Kühlung dafür da und eben auch realistisch, auf welche Geschwindigkeit du kommst. Wie viel PS kann der pro Rolle? 1200 kW. Pro Rolle?
sportlicher, der 2004 kW. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn ich zum Beispiel, weil wir hatten ja ursprünglich mal vor, mit Jean-Pierre zusammen 400 zu fahren in meinem Auto. Das hatten wir mal so geplant, ist dann so ein bisschen gescheitert, weil wir keinen Reifenhersteller gefunden haben, der natürlich in meiner Reifengröße in 400 km/h Reifen rausdrückt, verständlicherweise, ohne Erprobung und so weiter. Ja, aber man hätte hier zumindest mal erstmal gucken können, ob die Motortechnik das überhaupt kann und nicht schon vorher einfach die Geräte macht. Ne? Ja, genau so. Weil der Prüfstand selber immer träger wird, je schneller es wird, passend zur Aerodynamik. Ja, genau so. Seid ihr hier schon mal 400 drauf gefahren? Ja. Was für ein Auto war? Darf man das sagen? Mit dem großen B. Ah, okay. Gibt ja nicht so viele, die 400 fahren. Also. Das heißt, da hört man da noch akustisch, wie es wirklich oben raus langsamer träger wird? Also das ist unfassbar, was das Auto drückt. Also es ist eine andere Welt, muss man echt sagen. Das ist schon... Deswegen gibt es nichts Vergleichbares. Ne? Das ist schon alles sehr leichtgängig. Man merkt nicht, dass das Auto sich anstrengt. Ja, geil. Ja, Olaf, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Ich finde es einfach nur geil, was ihr hier macht. So ein kleines Motorsport-Technik-Benzinmotor-Paradies, muss man ja sagen, weil es dreht sich hier schon alles um den Benzinmotor eigentlich. Ja. Kann ich echt nur sagen, Chapeau, mega geil. Bin gespannt, wie sich das so entwickelt die nächsten Jahre. Ich auch. Ist natürlich schade, dass da hier natürlich auch viel Geld investiert wird von kundenseitig. Wird man natürlich nach außen immer nicht so viel sehen, weil natürlich viele damit ja im Anschluss auch ihr Geld verdienen wollen und deswegen zu einem Geheimnis so ein bisschen machen und so weiter, ne? Das teilt sich auch so ein bisschen auf. Auch gerade für den Motorsport, da wird man unter der Decke gehalten. Aber im historischen Bereich ist es so, dass meistens, wenn wir erfolgreich für jemanden gearbeitet haben, dann bringt er seinen besten Freund mit. Ja. Also das funktioniert da gut. Im professionellen Motorsport ist das anders. Diesen besagten Formel-1-Motor, habt ihr den hier gerade stehen? Wir haben das Auto da stehen. Nee, zerlegt nicht. Den Motor nur, den er vorhin gesehen hat. Und das Auto? Das Auto ist da. Ich wollte eigentlich gerade das Video beenden, aber jetzt... Doch noch wieder Gang weiter. Ach so, Entschuldigung. Aber er holt Olaf einfach noch so ein Ding raus. Hallo. Das heißt, Werkstatt hier habt ihr auch noch. Das heißt, Auto kann auch ein- und ausgebaut werden. Genau. Motor. Bitte. Hi. Schon der E30 ist auch noch am Start. Das ist das mit dem, der jetzt... Motorumbau und mit der, der Sechszylinder. Genau, der Sechszylinder. Ja. Ne, mit. Und so machen wir halt auch die Vorbereitung. Dann wird der Motor einmal revidiert, das machen wir nicht. Und wir machen dann aber den stationären Aufbau und machen dann die Inbetriebnahme und die Abstimmung. Also auch, ich sag mal, verhältnismäßig normalere Autos macht ihr auch. Muss jetzt nicht immer das Formel-1-Motor oder das große B sein. Nein. Jawohl, Alter, Maxi, hier geht doch dein Herz gleich noch auf. Waren zwar nicht ganz so deine Zeiten, aber... Gibt es noch mal so ein kleines Highlight am Ende des 2-Stunden-Videos hier. Ach, und da oben ist auch der besagte Lotus. Ja. Ich finde einfach, man kann das mit heutigen Formel-1-Autos nicht vergleichen. Weil es einfach, weiß ich nicht, für mich war das viel mehr Ritt auf der Kanonenkugel als heute. So allein schon nur beim Draufgucken. Einfach wie das so alles offen... Muss man innerhalb von das Alublech zusammengepoppt. Das Problem bei den Autos war ja einfach die Sicherheit. Ne? Deswegen, weil die haben keine. Die nicht vorhandene Sicherheit. Ja. Was haben die zu Formel-1-Zeiten von damals an Leistung? Na, die hatten Mitte der 80er Jahre knappe 500 PS. Das ist ja diese Konstellation, die jetzt diese Motoren hatten, aber bei 11,5. Ja, ja. Und durch das Reglement in der Formel 1 haben wir das ja jetzt geändert, dass er eben Maxleistung kurz vor 10 hat, weil er nur 10.000 drehen darf. Okay, das heißt damals 11,5 gedreht, jetzt aktuelles historische Formel 1 Reglement 10.000. Nur 10.000 drehen. Ja. Und versucht jetzt aber wieder an diese 500 PS ranzukommen? Ja. Und klappt auch? Ist machbar? Ja. Krass. Weil 1.500 Drehungen beim Sauger sind halt einfach Welten, ne? Ja, da waren 1.200, ich glaube bei 1.200, 1.250. Und haben wir nicht ganz geschafft, aber der Drehmomentverlauf ist viel besser geworden und setzt über 1.000 Umdrehungen früher ein. Und das ist das Entscheidende für die Fahrbarkeit wieder aus den Ecken raus. Ne? Weil Fünfganggetriebe, dann ist ja endlich, ne, die Möglichkeit. Das heißt, ihr nehmt euch wirklich den Motor von damals und fangt da an, wirklich wieder im Detail Kanäle, Kolben, so die ganzen einzelnen Punkte anzupicken. Ja. Brutal. Sonst geht's ja nicht. Ja, einfach geil. Jedes Mal, wenn ich hier bin, wieder geflasht. Muss ich aber so sagen. Und hier, das ist ja dann unser
So haben wir ja alles entstehen lassen, die ganzen Wasserverrohrungen, alles, was drüben an den Prüfständen ist, das haben wir ja selber alles gebaut. Und was du vorhin sagtest mit dem Maschinenpark, das ist ja bei uns ein bisschen überschaubar, aber Drehmaschine und eine kleine Vielzweck und dann eben, wie gesagt, jetzt auch für die Ventilsitzbearbeitung nochmal eine Serdi mit dazu und das ist ja das Entscheidende. Ne? Olaf, eine Frage, hast du selber auch ein Auto oder ein Traumauto? Oder wo deine Leidenschaft außerhalb der Firma hier so reingeht? Keine Zeit. Oder ist es wirklich so wie bei vielen, die so an Motorenentwicklung arbeiten, die reizt einfach in Summe eigentlich nur dieser Motor und gar nicht so, den auch mal zu fahren? Ja, also ich habe viele tolle Oldtimer schon, also wo ich die Motoren machen durfte. So ein, zum Beispiel so ein Ferrari, so ein 330 GTC, den wäre ich auch gern gefahren. Aber da kann ich mich reinsetzen, dann kriege ich die Tür nicht zu. Also im wahrsten Sinne. Das ist meistens das Problem, dass gerade in die Oldtimer passe ich leider nicht so rein. Aber ich habe dieses Gen auch nicht, sondern wir machen Menschen glücklich. Und mich freut es total, wenn ich dann am Wochenende eine Nachricht kriege, weil irgendjemand ausfahrt und hat toll funktioniert und super, danke. Also so, ich glaube, das ist so der Antritt. Und das macht auch großen Spaß. Und natürlich, so wie jetzt bei dem, ob das jetzt das Formel-1-Projekt war oder auch alle anderen Sachen, wenn man eben diese kleinen 30 Details zusammensammelt, um zum Schluss eben dieses Ergebnis hinzubekommen, wo dann alle sich freuen und ob sie dann eben Pokal gewinnen oder eben auch damit durch den Harz fahren, das Ergebnis zum Schluss das gleiche. Ne? Also ich kann so bestätigen, jeder, der ansatzweise für diesen Motor lebt, man läuft ja einfach nur mit einem Grinsen durch, weil es einfach nur geil ist. Ist halt einfach so, ne? An jeder Ecke Kleinigkeiten. Ich würde sagen, wieder ein weiteres extrem spannendes, technisches, geiles, überwältigendes Video geht zu Ende. Wird auf jeden Fall nicht das letzte sein, weil wir fangen jetzt erst richtig an. In den nächsten Videos könnt ihr auf jeden Fall darauf freuen, wie wir so langsam einen Limo-Motor mal... Also erstmal werden wir anfangen, diese Glocke konstruieren, dann muss die gefräst werden, dann wird er aufgebaut. Ja. Dann bleibt er hoffentlich auch aufgebaut und nicht gleich wieder abgebaut. Aber das sieht er dann. Vielen, vielen Dank, war wirklich mega. Sehr gern. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.